Fabian, wie lange brauchst du bis hier? Ich kann es dir genau sagen. Ich muss mich gerade mal ein bisschen finden, aber ich glaube, ich habe gerade eure Schüsse gehört. Also deine. Da laufe ich jetzt straight in die Richtung. Leave this place, then I don't shoot you. Now. Run. Run. Go away, don't come back. Gasthaus? Ne, vor uns. Am Waldrand. Siehst du mich noch? Ne, gerade nicht, ich bin an den Stein, ich sehe dich gerade wieder. Auf der Wirtshausseite. Ja, fuck, aber du siehst nix, ey. Jetzt gehst du noch so nah ran, oder? Ja. Mach mal gerade meine Binde ab. Oh, ist hier ein. Oh, fuck. Ich sehe hier gar nichts, ey. Ich trau mich näher nicht der Bus ran. Was? Tot. Ich verpiss mich. Mir ist verwunden dann. Ob der auch eine blaue Armbinde um hatte? Kommt ein Spieler auf uns zu. Von vorne. Oh, fuck. Ja. Okay, okay, okay. Cover mich. Der lebt noch. Ja, hat die Hosen aus. Ein Zeichen von ihm. Hier ist noch einer, pass auf. Don't move, don't move, don't move, don't move, don't move. Everything is fine. Ja, okay, okay. Are you alone? Yes. Ist er nicht, nein, ist er nicht. Schwör's dir. Okay, don't move, stay there. I am kind of bleeding, man. Ja. Now we have to wait. Till someone else coming. You have to wait. This time. Why you don't have pants? I do. They are just short. Okay. What do you do here? Have you seen the dead body on the street? On the street now, I saw a dead body on the bridge. Okay, there's a dead body, okay. And what are you searching for? Why you are running here? What kind of question is that? I'm searching for whatever I can. Yeah, I don't know if you are a part of this fight. Of what fight? Of the fight near the bridge. Haven't you heard the shots? I heard some shots, yeah. But I got an MK2 and okay. It's PB. I'm gonna die, my blood is running low. Thanks, man. No problem. One more. I got two cats. You shot me twice in the leg. I appreciate it. Sorry for shooting, but in a PvP situation, we don't know which one we can trust. Are there more of you? Maybe. Are you sure you are alone? I'm definitely sure. Okay. Fabian, cover mich mal. Ja, war schon die ganze Zeit. Ah, oh. Aber ich hab auch nur zwei Augen. Okay, liegen lassen und weiter. Nein, mach ihn auf. Just hurt somebody else. Yeah, that's my friend.
Okay. Been, I gotta crawl, cause pick. Broke my leg. Ah, okay, okay, okay. Wait. Ich hab ne, Ich auch. Okay. Use it. Oh, thank you, man. You can pick your pistol up and your knife and then go away here and everything will be fine. Don't try to kill us. Okay. If you are if you are not a danger for us, it's okay, but we don't know Where was my gun? Here. Ah, no, here. Yeah, sorry. I appreciate it, man. Thank you. Yeah. Wait, just one more question. Which way should I go? Because I was coming from the spawn. I wanted to get as far as I can from the spawn point. I know there should be a second bridge somewhere. Then you have to go over the bridge. The wooden bridge. Then you can escape from the spawn island. This direction then. Alright. Go over good the bridge and then. Everything will be fine. Okay. Alright, see ya. Yeah, goodbye. Should we save you when you run across the bridge? Because you are... That would be good, yeah. If you could cover me, okay, we will do it. Okay. Fabian, bleib du mal da. Und cover die Leiche da. Follow me, please. Maybe... I think I can trust you. Maybe you can pick the weapon up of the guy which we killed. It's an UMP, I think. Yeah, auf jeden Fall, genau. Wait, did I hit any of you when you started shooting at me? No. No. Ah, fuck. I mean, I guess it's good after all. Can I pick some more stuff? Go away, I check the stuff and then after I pick some, you can loot the... Right. Okay, stay there. I try. Während ich hier loote, kurze Info, wie wir die Situation interpretiert haben. Also, es ist in der Sie natürlich immer schwer, wenn man es nicht gesehen hat, zu sagen, wer einen Kampf angefangen hat. Und selbstverständlich, selbst wenn wir eine Entscheidung treffen, kann die falsch sein. Aber die Tatsache, dass am Anfang eine UMP zu hören war, würde natürlich darauf hindeuten, dass der Typ, den wir gekillt haben, den Kampf gestartet hat. Und die Story von dem Typen, den wir gefangen genommen haben, die klang auch vertrauenswürdig. Und das war der Grund, warum wir ihn dann haben looten lassen, weil wir glauben, dass er damit nichts zu tun hatte. Okay, you can pick all the stuff up and then you go over the bridge. And then we are fine. You can pick it all up. It's a BK, I think. UMP ammunition. So the whole stuff, you can pick it all. A scope for you. On the street. We shoot him because he shoot another person, but we don't had time to find another person. Wait, which way was the bridge again though? Yeah, here. I cover you. I can see it. Okay. I promise you. can you run faster? Not much. Actually, okay. No, I don't think so. Okay. Okay, good luck. Thanks for not killing us. Same, I guess. You're in a better position here. Thank you, man. Good luck. Goodbye. In den nachfolgenden Minuten habe ich ihn noch halt gecovert, solange er über die Brücke rannte. Am Schluss hat er sich da noch bedankt. Und dann sind Fabian und ich hingegangen und haben die mögliche Leiche gesucht, die vielleicht irgendwie da noch liegt. Aber wir haben keinen gefunden, das heißt, wir wissen gar nicht, ob es jetzt der Typ war, den wir gerade in die Freiheit entlassen haben, oder ein anderer Typ, der irgendwie abgehauen ist, weil er Schiss hatte, weil ja wir auch noch geschossen haben.
Auf jeden Fall, neben dem Typen, den wir gekillt haben, haben wir da keinen anderen mehr vorgefunden im Wald. Und daraufhin sind wir dann ein bisschen tiefer in den Wald gegangen, um ein bisschen Loot zu tauschen. Und dann passierte das. Für die Eskalis habe ich ganz viel Schuss. Alter. Okay. Meine Güte. Wo war das denn jetzt schon wieder? Auf unserer Seite? Ja. Er ist drüben. Da nachdem unser Typ die Brücke überquert hat, ungefähr 3 Minuten vergingen, bis wir dann am Looten waren und die Schüsse gehört haben, können wir uns nur zusammenreimen, dass der halt an der nächsten Brücke war oder auf der Insel, wo die erste Brücke halt hinführte und dann auf die getroffen ist. Deshalb haben wir gedacht, dass diese Leute womöglich unseren Freund auf dem Gewissen hatten. Und hier im Bild sieht man jetzt auch, die Waffe, die der Typ in der Hand haben könnte, könnte eine SKS sein. Die Waffe, die man gehört hat eben im letzten Ausschnitt, war eine SKS. Der Typ vor ihm hatte keine Waffe in der Hand. Und es gibt noch einen dritten Typen, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und den haben wir da aber auch nicht gesehen. Wir mussten dann allerdings ausloggen, weil dann der Server-Restart uns dazwischen kam. Dann haben wir sie nicht mehr gesehen und wollten eigentlich schon aufgeben und dann passierte das. Was soll man machen? Sag mal was, Fabian. Sollen wir hier bleiben oder die Insel verlassen? Oh, ich sehe sie! Einen zumindest gegenüber. Okay, komm mal mit. Oh, ich sehe beide. Oh, das sind 3. Okay, fuck, das wird eine große Nummer. Okay, bist du bei mir? Ja, hinter dir. Okay, okay. Während unser neuer Freund von der Spawninsel weg zum Festland rannte, wollten diese 3 Typen vom Festland zur Spawninsel. Das kann nur 2 Gründe haben. Entweder ihr Kumpel ist Bambi und ist da gespawnt und die wollten den abholen. Oder sie wollten da PvP machen und sich mit Leuten anlegen, die wahrscheinlich weniger gut equipped sind wie sie selbst. Und da wir davon ausgehen mussten, dass sie vielleicht unseren neuen Kumpel auf dem Gewissen hatten, haben wir uns für den Fight gegen diese Leute entschieden. Ja. Einer am Brunnen. Versuche auf die andere Seite zu kommen. Dann müsste ich ins Double Green, um dann deine Tür ruhig, zu decken. Ruhig. Nicht ins Double Green, Kann ich einfach im Wald stehen und meinen Eingang covern? Ja, aber dann muss ich weit auf die andere Seite, das mache ich auch schon gerade. Nee, die sind jetzt an dem Kiosk und so, an dem Wasserhahn. Ja, wenn du schießen kannst. Oh, ich verbiss mich. Ich gehe rennen wieder in den Wald rein. Nachdem ich meine Position preisgegeben habe, habe ich mich dann auf die andere Seite des Feldes positioniert. Das ist noch ein Wasserhahn. Das warst du, ne? Bist du das, Herr Schieß? Ja, ich schieße. Ja. Ich muss abhauen. Gefühlt habe ich irgendwie nur in den Busch gesemmelt. Jetzt rennt einer, wenn du auf die Scheune guckst, linke Seite. Da rennt jetzt einer hin. Einer rennt zum Double Red, rennt der. Das sehe ich nicht. Ich sehe jetzt nur den anderen unten. Jetzt sehe ich den anderen unten nicht mehr. Okay, gut. Er ist bei der Scheune.
ist tot. Einer tot. Am Wasserhahn ist immer noch einer. Okay. Der steppt die ganze Zeit hin und her. Ja, der lootet, Mann. Der lootet seine Leiche, das war der. Aber ich kann nicht draufschießen von meiner Position aus hier. Egal, ich probiere es jetzt. Ich komme von hier. Was siehst du noch? Ich sehe jetzt den Bambi hinter den roten Häusern, hinter den Jägerhäusern rumlaufen. Okay. Mhm. Einer ist am Wasserhahn. Der Bambi ist tot. Okay. Der rannte gerade dahin. Renn mal weg, Fabian. Renn mal weg. Ja, laufe. Einer ist hinter dem zweiten Jägerhaus. Ich sehe dich wegrennen, ja. Ich muss groß im Laufen. Fuck. Hab einen. Fabian, geh mal wieder dahin. Okay. Hä? Alte Pose wieder einnehmen. Ja, ja. Kurze Hintergrundinfo zu unserem Umgang mit Bambis. Generell schießen wir keine Bambis tot, wir finden das low, weil diese Leute sich nicht wehren können. Wenn man aber PvP hat in Zonen, wo Bambis in der Nähe spawnen, ist es was anderes. Weil jemand, der gerade frisch im PvP getötet wurde und in der Nähe spawnt, rennt wieder schnell zu seinem Loot, grabt sich seine Waffe und schießt weiter. Das ist natürlich für uns eine Gefahr. Weshalb wir in so einer PvP-Situation, wenn der Spawn ganz nah ist, auch auf Bambis schießen, solange das PvP noch läuft oder irgendwo Waffen sind, mit denen man uns töten könnte. Hier in diesem Fall sieht man, der Bambi weiß, dass ich auf ihn aime, aber er geht nicht weg. Er hält den Blickkontakt zu mir und das liegt daran, dass er seinem Kumpel meine Position durchgeben möchte. Und deshalb wollte ich nicht so lange auf einer Stelle bleiben und verpiss mich jetzt auch gleich wieder und das war auch mein Glück, denn genau so kam es dann auch. Komm mal bitte von Süden ran. Der ist da an diesem. Ich sehe es gerade. Mach ihn mal. Er ist Bambi. Mach ihn. Er ist nur auf mich gefokust. Ich verpiss mich. Fall. Das war ich nicht. Ich weiß. Jetzt bei mir, hast du den Mami jetzt? Nein! Fuck! Einer tot. Hast du den Bambi? Ja. Oben an der Scheune ist aber noch wer. Und wo bist du? Ich bin unten an den Jägerhäusern. Okay, gut. Ich mach Armband wieder an. Ja, okay. Ah, scheiße, jetzt werde ich angeschossen. Von wo? Weiß ich nicht, Schalldämpfer, Liege. Okay. Hinter den Jägerhäusern Richtung Süden runter. Bin tot. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Okay. Jetzt seht ihr gleich nochmal ein schönes Beispiel, wie man Bambis unterscheiden kann, ob die möglicherweise freundlich sind oder halt nicht. Dieser Bambi sieht mich, er bemerkt, dass ich ihn noch nicht bemerkt habe. Dann nimmt er die Nahkampfwaffe in der Hand und rennt aktiv auf mich zu. Das sagt für mich schon, okay, dieser Bambi möchte mir persönlich nichts Gutes. Oh fuck. Zwei Bambis. Hab's. Fabian, wie lange brauchst du bis hier? Ich kann's dir genau sagen. Ich muss mich gerade mal ein bisschen finden, aber ich glaube, ich habe gerade eure Schüsse gehört. Also deine. Da laufe ich jetzt straight in die Richtung. Leave this place, then I don't shoot you. Now. One. Go away, don't come back.